So, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie so zahlreich in unser Bürgerhaus sich eingefunden haben. Und ich wünsche Ihnen wirklich einen schönen Abend und darf Ihnen versprechen, dass es nicht langweilig wird. Lassen Sie mich zuerst kurz die Gastgeber vorstellen. Das ist der Hauptgastgeber, der historische Stammtisch. Wir sind etwa 15 Leute. Sie werden uns nachher optisch bemerken, indem die Leute, die bei uns mitwirken, solche Jakobinermützen aufhaben. Meine Frau sagt zwar, ich würde aussehen wie ein Gartenzwerg, aber ich habe sie ja nicht immer auf. Ich begrüße insbesondere den Vorsitzenden Jochen Klausen. Und jetzt kommen noch ganz wichtige Leute, nämlich die Landfrauen Billigheim, die für das leibliche Wohl heute Abend sorgen. Hertha Steigner ist hier die Vorsitzende. Hertha, vielen Dank für euer Engagement. Ich darf dann weiter Ihnen sagen, dass wir nach den Grußworten, und da erwarte ich von Thorsten Blank ein Grußwort, von unserem Bürgermeister. Weitere Grußworte wurden nicht angemeldet. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger hier aus Billigheim-Ingenheim, die aus Mühlhofen, die grüße ich halt heute Abend ganz besonders, weil die stehen im Mittelpunkt. Es geht um die Geschichte unseres Ortsteiles Mühlhofen, und wenn ich hier in den Saal blicke und sehe, dass der Saal ja wahnsinnig gefüllt ist, dann erzeugt es eine große Freude bei mir und unterstreicht wieder einmal, dass wir eine Gemeinde sind, die sehr traditionsbewusst ist und sehr geschichtsbewusst. Wie gesagt, das leben wir jedes Jahr in Billigheim aufs Neue, aber das strahlt natürlich auf die gesamte Gemeinde aus, und dass das Interesse so groß ist, ich glaube, das ist auch eine große Auszeichnung für die sich die Arbeit gemacht haben und den heutigen Abend vorbereitet haben und vor allem, die dieses Buch verfasst haben. Und ich freue mich wieder einmal, lieber Siegfried, wieder einmal eingeladen worden zu sein zu einer Buchvorstellung. Es ist ja mittlerweile eine Schriftenreihe geworden. Es ist die vierte Ausgabe aus der Feder, immer mit Co-Autoren, aber der Siegfried Vater ist quasi die Konstante in dem Autorenkreis. Es ist die vierte Schriftreihe über Billigheim-Ingenheim. Es ist der vierte Ortsteil, der in dieser jüngsten vierten Ausgabe beleuchtet ist. Und der Siegfried hat sich wieder einmal etwas zu Herzen genommen, was ein alter chinesischer Philosoph schon vor Tausenden von Jahren einmal festgestellt hat: Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen. Ja, was sagt er damit, Konfuzius? Er sagt, wir müssen die Geschichte wachhalten, wir müssen erinnern, wir müssen sie dokumentieren und für die Nachwelt festhalten, um heute in der Gegenwart, aber auch für die Zukunft aus dieser Geschichte zu lernen. Wir müssen uns bewusst machen und bewusst halten, wer wir sind, wo wir herkommen, und daraus eben auch den Kompass ableiten für unsere Zukunft, für unser zukünftiges Handeln. Und ja, Siegfried Vater hat sich die Mühe gemacht, die Geschichte wachgehalten, den Blick offen gehalten für das, was in den letzten 1028 Jahren in Mühlhofen passiert ist. Es war wieder eine wahnsinnige Fleißarbeit, wenn ich mir das Büchlein, wie gesagt, Büchlein ist wirklich verniedlicht, wenn ich mir das anschaue, wo er zahlreiche bekannte und neue Geschichtsquellen ja gesucht, gefunden, erfasst, erschlossen, ausgewertet und dokumentiert hat. 152 Seiten hat diese neue Chronik von Mühlhofen. Und wenn ein Ereignis ganz besonders herausgestellt ist, das haben wir auch schon der Presse entnehmen dürfen, dann war es das Jahr 1792,
Das war sicherlich ein Meilenstein in der Geschichte für so einen kleinen Ort, die Erstellung eines Freiheitsbaumes. Das macht uns dann eben aber auch deutlich, das ist jetzt 227 Jahre her, die allerlängste Zeit davor haben die Bürgerinnen und Bürger in Mühlhofen nicht in Freiheit gelebt. Und wenn im Untertitel steht von Rittern, Untertanen und Dorfjakobinern, ja, dann macht es deutlich, die längste Zeit hatten in Mühlhofen irgendwelche Rittergeschlechter, Adelsgeschlechter oder auch Kirchenfürsten das Sagen und eben nicht die Bürgerinnen und Bürger, wie das heute der Fall ist und wie wir das als allzu selbstverständlich nehmen. Und ich glaube, das ist eine wirkliche Botschaft, die uns dieses Geschichtsbuch auch bewusst machen kann. So wie wir heute leben, so konnten und durften unsere Vorfahren viele, viele, viele Generationen hier in Billig-Hardingenheim, aber speziell in Mühlhofen, nicht leben. Und ich weiß nicht, wie oft Sie den Spruch oder den Satz schon gehört haben, früher war alles besser. Jeden, der mir das sagt, früher war alles besser, dem sage ich immer, schau mal ins Geschichtsbuch. Schau ins Geschichtsbuch, schau auf die ältere Geschichte, aber auch auf die jüngere Geschichte. Und sag mir, in welcher Zeit es den Menschen beim Blick auf alles wirklich besser gegangen ist, als es uns heute geht. Ich glaube, man findet keine Zeit. Man findet keine Zeit, in der 70 oder 80 Jahre Frieden war hier in der Region. Und das ist ein Wert, der uns vielleicht auch bewusst wird, wenn wir dieses Buch und diese Chronik lesen, die heute Abend vorgestellt wird. Und ja, in diesem Sinne ist es nicht nur ein Geschichtsbuch, ich glaube, es ist auch ein gesellschaftspolitisches Buch für heute, lieber Siegfried. Und ja, wenn wir es in diesem Sinne verstehen, ist es wirklich ein Gewinn auch für alle, die nach uns kommen und darin lesen können und dürfen. Und ich darf dir ein herzliches Dankeschön sagen für deine große Mühe. Und ich kann es vielleicht nur in Ansätzen abschätzen, was tatsächlich an Stunden und an Zeit dahinter steht. Ich weiß, dass Geschichtsforschung dich schon dein ganzes Leben begleitet hat, lieber Siegfried. Und ja, vieles, was da drin steht, sicherlich nicht erst in den letzten 2 Jahren zusammengetragen ist, seitdem das letzte Buch herausgekommen ist, sondern es ist ein Lebenswerk, diese 4 Schriften, die jetzt so komplett sind und die Geschichte unserer Gemeinde komplett darstellen. Dafür sage ich dir im Namen der Verbandsgemeinde, aber auch ganz persönlich ein ganz großes, großes Dankeschön. Das ist eine wertvolle Geschichtsarbeit, wie gesagt, für unsere Gemeinde. Und es gibt wenige, die auf so ein profundes Wissen und historische Kenntnisse zurückgreifen können. Ich möchte es zum Ende nicht versäumen, natürlich auch all denen zu danken, die den Siegfried begleiten im historischen Stammtisch, die ja das Ganze eben auch in die Dorfgemeinschaft tragen und den heutigen Abend vorbereitet haben. Ich bin mir sicher, es wird wieder ein kurzweiliges Programm und dem möchte ich dann auch nicht mehr länger im Wege stehen. Insofern wünsche ich uns allen ja einen interessanten, einen erkenntnisreichen Abend und dann eine spannende Lektüre, wenn wir nachher alle das Buch mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank. Mein besonderer Dank. Zu Beginn dieses Jahres haben wir im Rahmen eines Festaktes des 50-jährigen Jubiläums unserer Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim gefeiert. Somit passt es auch, dass wir heute diesen Buchband der Allgemeinheit vorstellen und den vierten Buchband unserer Ortsgemeinde Mühlhofen. Somit ist es komplett. Thorsten hat es schon erwähnt, es gibt jetzt mittlerweile 4 Buchbände und somit haben wir die Historie der Gemeinde auch festgeschrieben für unsere Zukunft. Dem Autor Siegfried Vater und dem historischen Stammtisch möchte ich hierfür persönlich, aber auch im Namen der Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim nochmal recht herzlich danken und gerne werden wir euch auch in Zukunft immer wieder unterstützen. Ich möchte heute Abend auch diesen Anlass zu was Neuem vielleicht nutzen, denn wie gesagt, es sind 4 Bücher über die Historie der 4 Ortschaften geschrieben. Wir haben Anfang des Jahres gemeinsam auch mit dem historischen Stammtisch die Geschichte aufarbeitet, um den Rückblick 50 Jahre Großgemeinde Billigheim-Ingenheim zu feiern.
Im Januar ein toller Abend hier im Bürgerhaus, der auch mehr als gelungen war. Mein Wunsch, meine Anfrage ist jetzt auch an den historischen Standort. Wärt ihr bereit, zusammen mit der Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim ab heute die Geschichte der letzten 50 Jahre und die Zukunft auf unserer Homepage zu dokumentieren? Denn nur jetzt haben wir auch noch die Möglichkeit, viele Zeitzeugen, die damals vor 50 Jahren dabei waren, zu fragen und die Geschichte genau zu dokumentieren, um es in der Zukunft für unsere Nachkommen immer öffentlich zu halten und dass die auch mal sehen, wie vielleicht eine schwere Zeit vor 50 Jahren war. Vier Ortsteile zusammenzuführen, war nicht ganz einfach. Aber heute Abend zeigt es auch wieder, dass es gelungen ist. Denn wenn ich hier durch die Reihen schaue, es sind Bürger nicht nur aus Mühlhofen, sie sind hier aus Billigheim, Abbenhofen, Mühlhofen und Ingenheim. Das zeigt unsere große Gemeinschaft, die wir mittlerweile zusammengeschweißt haben. Hierfür mein Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, auf den wir uns alle gerne zurückerinnern. In der über 1000-jährigen Geschichte von Mühlhofen sind zwei bekannte Höhepunkte zu verzeichnen. Erstens, zwischen 1200 und 1500 bestand ein Rittergeschlecht, das sich nach dem Dorf von Mühlhofen nannte. Die Niederadelsfamilie von Mühlhofen saß über 100 Jahre auf der mittelalterlichen Tiefenburg im Nachbarort Ingenheim. In der Zeit ihres gesamten Bestehens besaß sie einen Güterhof in der damals freien Reichsstadt Landau, der noch bis zum 18. Jahrhundert Mühlhofener Hof hieß. Der zweite Höhepunkt in der Geschichte betrifft die Zeitepoche der Französischen Revolution. Am 2. November 1792 errichtete der jakobinisch denkende Mühlhofener einen Freiheitsbau, der das Ende des Adelsstaates und den Beginn einer Republik verkündete. Die Mühlhofener wählten erstmals einen Gemeinderat, nach französischem Vorbild Munizipalität genannt, und einen Bürgermeister, ihren Mayor. Der erste Bürgermeister war ein Gerichtschef und Kirchenpresbyter und hieß Georg Peter Schwarz. Sie werden hierzu in unseren Schaustücken noch einiges erfahren. Über 200 Jahre sind seit dieser Zeit vergangen. Geblieben ist uns aber die Idee der Freiheit. Freiheit, meine Damen und Herren, ist hierbei nicht die Freiheit der Gleichgesinnten untereinander. Freiheit ist auch immer die Freiheit der Andersdenkenden. Es bleibe dabei, heißt es poetisch in einem Lied, die Gedanken sind frei. In jüngster Zeit konnten wir erfahren, dass freie Gedanken Mauern und Schranken zerreißen können. Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit hängen eng miteinander zusammen. Ein gerechtes Urteil zum Beispiel, das kann nur ein unabhängiges Gericht, kein Machttribunal wie in der Französischen Revolution fällen. Das Gesetz gilt für alle. Niemand darf ohne das Gesetz schuldig gesprochen werden, ruft ein Mühlhofener Jakobiner aus. Lassen Sie sich dazu überraschen. Von der Trachtengruppe Billigheim mit dem Tanz Utrechter Hornpiepe und anschließend den Gerzianer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hey!
Christian Paulus ist Abraham-Schüler. Beide sind Lehrerbrüder und kommen aus Mühlhofen. Sabine Hof ist Marie-Schüler, die Mutter von Abraham und Elias. Dann haben wir noch Jakob Klödi, einen herzoglichen Husaren, gespielt von Fritz Stritzinger, der aber leider noch nicht angekommen ist. Elias, wie geht's dir dann? Im Leben gut, aber gesundheitlich schlecht. Was soll das heißen? Weich und beklebt, Jakob. Guten Tag miteinander. Guten Tag. Jakob, setz dich. Tag, alter Milober. Danke. Elias, wie geht dir's dann? Im Leben eigentlich gut, aber Gesundheit nicht schlecht. Wart noch. Das tut man nicht. Mein Gänseschmalz hat schon jeden hingekriegt. Elias, du bist jetzt Lehrer in Bestabre. Ja, vorher war ich Schuldiener in Rot und in Gregorik im Elsass. Im Elsass? Im Elsass? Da ist es schon richtig rund gegangen. Da haben die schon eine freie Republik ausgerufen. Ja, und der Pfarrer war der Gegner. Was? Aber dann ist Nationalgarde gekommen und wurden verhaftet. Freue ich mich auch. In Beichtsam und seinen Dörfer ist man auch bald soweit. Und die Mutter von Herzog, die hat sich in meinen Stroß bauen lassen. Vom Beistorfer Schloss bis ins Faulrot und mit lauter Kirschbäume. Und von die fliehen, ist sie mit ihr Kutsch durchgefahren. Ja, ich weiß. Aber Bauer, die hätten was geschissen. Ja. Von die mit ihrer Kutsch gekommen ist, haben die Bauern ihr sämtliches Vieh, Kieh, Gäse, Schee, Sei, Geil, alles auf die Straße getrieben. Und die hätte doch dann alles erquattelt.
es hat gestunken. Gestunken hat es, wie die mit ihrer Kutsch dort durchgerollt ist. Das war denn ihr stiller Protest. Ajo. Freiheit oder Tod? Freiheit! Die Morgenröte der Freiheit hat begonnen! Was ist denn das? Was soll denn das noch werden? Zerreißt die drückenden Fesseln des Toten!
Hab den Mut, dich deines freien Verstandes zu bedienen. Aha. Aha. Da steht er ja. Der Freiheitsfan mit einem Bekenntnis. Mit Miel oben. Aha, aha. Ein Freiheitsbild in Mielhoven mit einem Käppel drauf. Da steht er. Bürger von Mielhoven, wir wollen euch die neue republikanische Grundsätze bekannt geben und einen Bruderbund von Freiheit und Gleichheit finden. Weil mir das Maul kalt hängt, wo der Obersmann von Beister von dem Ganzen noch überhaupt nichts mitkriegt. Bürger, wir sind zusammengekommen, um das Zeitalter von der Freiheit einzuleiten und mit Hilfe von den zwei Landauer Kommissäre tun wir jetzt einen Bund von Freiheit, Gleichheit und Pluralität schließen. Freiheitsfan von der Freien Frankenrepublik in Mielhoven steht. Unser Erd ist frei. Wir werden jetzt den neuen Eid schwören. Seid ihr bereit? So. Ja. 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 Wir machen mit. Dann steht auf, hebt die rechte Hand. Aufstehen. Ich hab gesagt, Bürger, nicht Bürgerinnen. Frankenrepublik treu sein. Schwört ihr der Freiheit und Gleichheit und setzt ihr für Leben, Gut und Blut ein? Ja. Blut. Die neue Nation wird euch einen Schutz gegen das Joch der herzoglichen Tyrannei gewähren. Ja. Freie Bürger von Mielhoven zahlen wir gleich steigern wie! Und alle Ecken von der Herren werden national gut und unter uns Bauern verdehen. Jawohl. Nein, da machen wir mit. Machen mit. Tyrannenknecht wieder! Er fällt nicht! Alle auf die Bürger! Der Hund muss sich bei uns unterschreiben! Gehen wir wieder. Bürger, wir haben uns jetzt selber eine freie republikanische Verfassung gegeben. Hoch lebe die Freie Republik Mielhoven! Herr mit der Kappe, lebe der Nation! Friede den Hütten und Krieg den Palästen! Und wir Mielhofer Bauern sind jetzt frei! Keiner braucht diese Schaffe! Jawohl! Welcher? Wo ist der nächste Feier noch? Und Keller braucht nicht die Schaffe. Die Ereignisse der französischen Revolution im Das Lied von der Glocke, Kapitel der Aufruhr auf besondere Weise. Wo hohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. Wenn sich dies Völker selbst befreien, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihen. Weh, wenn sich in den Schoß der Städte
der Feuerzunder stillgehäuft. Das Volk zerreißend seine Ketten, zur Eigenhilfe schrecklich greift. Da zerrt an der Glocke Strängen der Aufruhr, dass sie heulend schallt und nur geweiht zu Friedensklängen die Losung anstimmt zur Gewalt. Freiheit und Gleichheit hört man schallen, der Rückgebirger greift zur Wehr, die Straßen füllen sich die Hallen und Bürgerwalten gehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben des Entsetzens Scherz. Noch zucken mit des Panthers Zähnen, zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr. Es lösen sich aller Bande frommer Scheu. Das Gute räumt den Platz dem Bösen und alle Laster werden frei. Gefährlich ist's, den Leut zu wecken. Verderblich ist des Tigers Tal. Jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Wehe denen, die dem ewig Blinden des Himmels Fackel leihen. Sie leuchtet ihm nicht, sie wird ihm zünden, um den Städt und Länder ein. So diesen Kraftakt, die Stellung des Freiheitsbaumes, haben wir jetzt beobachten können und wollen nun eine kleine Pause machen von etwa 20 Minuten, wo Sie sich wieder versorgen können mit Speisen und Getränken. Wir brauchen ein bisschen und dann werden wir in etwa 20 Minuten mit dem weiteren Programmpunkt weitermachen. Und ich möchte keine Hektik verbreiten, aber wir wollten doch so langsam weitermachen. Weitermachen mit unserer Trachtengruppe. Sie sehen, der Freiheitsbaum steht noch. Und wie ich unsere Trachtengruppe kenne, wird sie einen Tanz gestalten, der um den Freiheitsbaum herumgeht. Es ist der Billigheimer Absteller als Einmarsch. Danach kommt der Tanz Die Gemütlichkeit und der dritte Beitrag in dieser Szene ist der Sternpolka, den Sie bestimmt alle schon gesehen haben und ich sehe ihn immer wieder gern. Thank you.
1793 Jakobinerkrumm gerufen im Haus des Schuldieners Abraham Schüler. In Mühlhofen traf sich im alten Schulhaus, das heute nicht mehr steht, der Mühlhofener Jakobinerclub. Der Schuldiener Abraham Schüler leitete die Versammlung, die sich über die neuen politischen Prinzipien berät. Ich darf Ihnen die folgenden Darsteller ankündigen. Kurt Bangert ist Wilhelm Herrenchor, der Schwager von Schorsch Schwarz. Christian Paulus spielt Abraham Schüler, den Schuldiener und Lehrer in Mühlhofen. Jürgen Weiß ist Jakob Matern und Wolfgang Frey spielt Heinrich Matern. Beides sind Söhne des alten Schultheiß. Diese Personen haben tatsächlich gelebt. Siegfried Vater ist Schorsch Schwarz, ein Gerichtsschöffe und Patriot. Zwei weitere Mühlhofer Patrioten werden dargestellt von Karl Rieder und Bernd Janzer. Servus Bürger, Freiheit oder Tod. Mach mal halt lang, Schwager, ist ja schon genug passiert. Freiheit oder Tod. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Freiheit, Gleichheit, Ruhe, Lieb! Unzerteidlichkeit der Republik! Viele den Gerechten, Tod den Tyrannen. Alles tun darf, was keinem anderen schadet. Und Grenzen
waren vom Gesetz bestimmt. Zum Gesetz des Bildfahrten. Kein Mensch kann gut auf ohne Gesetz schuldig gesprochen werden. Und die freie Meinung, uns mitteilen von seinen Gedanken, ist eins von den unschätzbaren Rechten von einem Mensch. Stefan Tirol, Herr, der Abraham und ich, sonst kann ich doch keinen Schaden lesen. Ich aber schwöre, zum Unterhalt öffentlicher Gewalt wird ein allgemeiner Beitrag nach Maßgabe seines Vermögens erhoben. Steirer. Unsere freie Nation zu schützen und zu verteidigen ist eine heilige Pflicht. Und Bruderli und alle Bürger als Patrioten, er auch. Ganz genau, wir gehen jetzt auf Billigen, Merzen, Stellweiler, Rohrbach und ins Kurpfälzische und lassen uns da beschweren. Wo sind denn die Gewehre und wo ist das Pulver? Da unten, der Scheier. Aber heute Abend wollen wir uns zuerst noch mal zurück erinnern an die Zeit, wo unsere Herrschaften uns viel angetan haben. Unsere Vorfahren sind vor über 100 Jahren aus Frankreich hierher gekommen und hätten dort so viel Unrecht erleben müssen, wie ich meinem größten Feind nicht wünschen tät. Willen, und unsere sind aus der Schweiz gekommen und es waren Eidgenossen von einer freien Bauernrepublik. Unsere auch. Unser Vater hat uns erzählt, dass ihn seine Großmutter auf ihren Schaus gesetzt hat und ihm der Rittli-Schwur aufgesagt hat. Den kenne ich auch. Mehr wenn sei ähnlich Volk von Brierer in keiner Not uns kennen und gefahren, mehr wenn sei frei sei, wie unsere Väter waren. Genau. Und der Schluss heißt, lieber der Tod, wie in einer Knechtschaft leben. Jawohl. Jawohl. Freiheit, Gleichheit, Bruder Liebe. So, meine Damen und Herren, liebe Gäste, der Jakobinerclub hatte getagt und wir freuen uns jetzt auf den musikalischen Beitrag von unserem Chor in Mühlhofen unter der Leitung von Stefanie Kunter. Wird der Crescendo folgende Liedbeiträge machen. Freiheit, die ich meine. Sie kennen vielleicht diesen Titel von Milva. Er geht aber zurück, beziehungsweise der Autor ist Max von Schenkendorf, der von 1783 bis 1817 lebte. Und anschließend Die Gedanken sind frei. Ein Lied, das wir alle kennen. Der Autor ist meines Wissens nach unbekannt. Ich habe aber herausgefunden, dass August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Texter unserer Nationalhymne, Sie wissen, die dritte Strophe,
des Deutschlandliedes, ist unsere Nationalhymne, ist zuerst in den schlesischen Büchern veröffentlicht hat. Er ist nicht der Autor, er hat es aber zuerst veröffentlicht. Wir freuen uns auf diese Darbietung und ich darf Ihnen viel Spaß dabei wünschen. Thank you.
verkaufen zum Preis von 15 Euro. Es ist auch als Geschenk zu Weihnachten sehr gut geeignet. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen nun am Ende der Veranstaltung. Voraussichtlich ist sie gleichzeitig auch das Ende einer vierteiligen Schriftenreihe zur Geschichte von Willy Kampmann. Vom Jahr 2013 bis 2019 entstanden vier Bücher. Die kleine Geschichte von Abendhofen 2013. Ingenheim und die Freiherren von Gellingen 2015. Und im Jahr 2018 durften wir 1325 Jahre seit der Ersterwähnung des Ortsteiles Billigkeit feiern. Und nun, 2019, wird in der kleinen Geschichte des Klimbachdorfes Mühlhofen die Serie 3 fertiggestellt. In mühevoller Kleinarbeit entstanden in diesen sechs Jahren diese vier Bücher und somit ein umfangreiches Werk zur Geschichte von Willy Kampmann. Quellen und Recherchen zu der Ortsgeschichte wurden von mir schon Jahrzehnte vorher gesammelt und verwahrt. Und nun mal die Probe, meine Damen und Herren. Kaufen Sie das Buch. Kaufen Sie eins zum Lesen und eins für den Bücherschrank. Kaufen Sie eins, zwei oder noch mehr für die Enkel. Und kaufen Sie auch noch eins für den Opa. Und wenn jeder fünf Bücher und mehr kauft, dann werden wir sie garantiert alle los. Der Erlös dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zur Renovierung und Instandhaltung der Kapelle in Abendhofen. Es ist unser ältester Kirchenbau von 1411. Die Kirche in Lüdigheim, da ist nur der Turm weitaus älter. Das Kirchenschiff ist aus dem 16. Jahrhundert. Alle Teilnehmer, meine Damen und Herren, arbeiten in kostenfrei. Die ansonsten entstehenden Kosten wurden von Spendern übernommen. Dass die im Buch auch auf der ersten Seite aufgelistet sind und das verpflichtet uns zu großem Dank. Deswegen gilt unser Dank dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landau-Land, Thorsten Blank, für die organisatorische Unterstützung. Vielen Dank. Unser Ortsbürgermeister Dietmar Pfister für die großartige Begleitung und Unterstützung unserer Sache. Dietmar, vielen herzlichen Dank. Die Trachtengruppe Willy Kampmann für ihre schönen Tanzvorstellungen. Meine Damen und Herren, unsere Trachtengruppe hat bei allen vier Buchvorstellungen zwischen 2013 und 2019 unsere Sache großzügig unterstützt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Danke für auch den Chor Crescendo Mühlhofen für den Gesang der Freiheitslieder und Gudrun Hirsch sowie Christian Hirsch-Niedenbrink für die unterstützende Begleitung. Wir danken alle den Landfrauen für ihre gastfreundliche Verpflegung. Wir danken dem Köderverein der Kapelle Abendhofen für die Herausgabe von vier Büchern zur Geschichte der Ortsteilrepublik Kampmann. Ein großer und gemeinnütziger Beitrag, finde ich, zur Kultur und zur Heimatgeschichte unserer Gemeinde. Und ich möchte meinen Stammtischschwestern und meinen Stammtischbrüdern vom Stammtisch Willy Kampmann für ihre Treue und für
ihre ausufernde Mitgestaltung. Ganz herzlich Dank. Ich möchte keine Aufbruchstimmungen erzeugen. Bleiben Sie noch sitzen, erzählen Sie noch ein bisschen. Sie können Ihre Gedanken austauschen. Wir wissen ja, die Gedanken sind frei. Und wenn Sie rausgehen, sehen Sie hinten den Tisch, an dem der Förderverein der Abgelaufener Kapelle die Bücher verkauft. Ich bedanke mich für Ihr Dasein, aber bitte keine Aufbruchstimmung. Bleiben Sie noch, erzählen Sie noch, trinken Sie noch, essen Sie noch. Alles Gute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.